Liebe Mitbürger, als Präsident des Zentralrats Deutschlands, kurz ZD genannt, möchte ich heute aus gegebenem Anlass die folgenden Worte an Sie richten. Ist Deutschland gefangen in den Netzen der internationalen Feinde des deutschen Volkes? Haben wir es derzeit zu tun mit einem gigantischen Enteignungssystem? Schadet dieses System nicht nur dem Deutschen, sondern auch jedem anderen Volk Europas? Tun die uns aufgezwungenen und von uns nicht gewählten Politiker nicht alles, um Schaden von unserem Volk nicht etwa abzuwenden, wie es das Grundgesetz vorsieht, sondern im Gegenteil dieses zu mehren? Denn die Verschuldung der BRD ist die höchste, die dieses Land je erlebt hat. Dies richtet uns zugrunde. Warum gelten die von Merkel in anderen Staaten angemahnten Menschenrechte nicht für Deutsche in der BRD? Ist es nicht so, dass man sogleich in die rechte Ecke gestellt und die Nazi-Keule geschwungen wird, wenn man versucht, auf grundlegende Missstände dieses Systems aufmerksam zu machen, da selbst die Wahrheit unter Höchststrafe gestellt wird? Ist das Parteiensystem als Demokratie bezeichnet, 1949 bis 1919 nur deshalb eingeführt, um das deutsche Volk für immer auslöschen zu können, wie schon Roosevelt bereits verkündete? Ist dies der Grund dafür, dass wir nur ausgenutzt und unsere Familien von diesem System zerstört werden? Ist dies der Grund dafür, dass nicht nur Deutschland, sondern Europa und die ganze Welt unter derartigen Systemen zu leiden hat und ein Überleben immer fragwürdiger wird? Ist dies der Grund dafür, dass sich dieses System weder auf die Grundrechte noch an das Völkerrecht hält und sich so Kriege an Kriege reiht? Ist deshalb eine nationale Ausrichtung verpönt, weil man an eine multinationale Welteroberung und eine angestrebte Weltregierung denkt, die nicht kontrollierbar, einsehbar und in ihren Auswirkungen nicht kalkulierbar ist? Hat Jürgen Trittin stellvertretend für alle BRD-Politiker nicht längst ausgesprochen, was beabsichtigt ist, indem er am 21.05.2001 in der FAS sagte: Deutschland verschwindet jeden Tag immer mehr und das finde ich einfach großartig. Jeder sollte wissen, nicht an Worten, sondern an Taten wird gemessen. Dies gilt auch für Wähler, die sehr schnell zu Tätern durch Anstiftung werden. Erst durch die Wahlstimmen erhalten die Täter die Handlungsmacht zur Durchsetzung. Man sollte nie vergessen, dass die BRD nicht Deutschland ist, sondern wie die DDR von 1949 bis 1990 eine organisierte Modalität der Fremdherrschaft, abgekürzt OMF, war, die seit 1990 zu einer Firma GmbH unter HRB 51411 sich vereinigte. In Wahrheit wird das Deutsche Reich mit seinem Staatsvolk seit 1945 handlungsunfähig gehalten. Aus diesem Grund habe ich den Zentralrat Deutschland gegründet, aus dem auch der Zentralrat Deutschland international entstanden ist, der bereits weltbekannt und anerkannt ist.
Der ZD beruft sich auf das dem deutschen Volk auferlegte Grundgesetz als Besatzungsdiktat, das nach Völkerrecht bereinigt ist und somit im Range einer verfassungsmäßigen Ordnung steht. Ich bitte Sie hier und heute als Präsident des Zentralrat Deutschland, unterstützen Sie den ZD, damit wir wieder Herr im eigenen Lande werden. Wissen ist Macht. Nichtwissen ist Ohnmacht. Daher lesen Sie bitte meine Bücher, um mehr über die Wahrheit in Deutschland zu erfahren. Dafür danke ich Ihnen.